Jo Leute, was geht? Boah, ich bin so verstrahlt, Alter. Heute gibt es ein kleines Full Day of Eating von mir. Ich verziehe mich aber gleich wieder ins Bett, weil ich bin so müde. Wollte aber einfach so auf lässig Frühstück im Bett essen. Welcher Full Day of Eating? Nee, muss ich euch das natürlich zeigen. Wetter ist genauso top, wie ich wach bin. Und zwar komplett bewölkt. Es ist doch. Komm! Lass es! Es ist zum Kotzen. Aber es ist nicht schlimm. Heute werden wir wieder trainieren gehen. Rücken steht an und dann nehme ich euch auch auf jeden Fall mit. Erstmal machen wir jetzt was zu essen. Ich weiß auch nicht, warum, habe heute übelst Bock auf Müsli. Normalerweise esse ich sonst irgendwie mal Eier oder Porridge, aber heute habe ich irgendwie keinen Bock auf. Also, ich habe keinen Bock auf Eier, ich habe keinen Bock auf Porridge. Ich ziehe mir das jetzt rein. Wir sehen, dass ich ein bisschen wacher bin. Ja, viel Spaß bei diesem Video. Und vergesst nicht, dieses Video zu liken und mich zu abonnieren. So, erste Mahlzeit wird sein ca. 150 Gramm, okay, 147 Gramm Müsli mit ein bisschen Kokosmilch. Eine Ewigkeit später. 20 vor 2 Leute auferstanden von den Toten, ey. Irgendwie ist heute so ein komischer Tag. Aber ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen, Pre-Workout nehmen und dann werde ich ins Gym fahren. Rückkehr steht an, ich habe übertrieben Bock zu trainieren. Das wird es hier sein. Und zwar, Leute, wird es ein Vegan Baked Cookie. Ganz wichtig, Leute, das muss der Vegane sein. Weil mir bei Instagram schon ein paar Leute geschrieben haben, yo, ich habe Baked Cookies geholt und die sind ja gar nicht so geil. Ja, die normalen, die nicht vegan sind nicht geil, aber es sind die veganen, die den Unterschied machen. Und Leute, die vegan sind anders, die schmecken so heftig. Und aus diesem Grund müsst ihr mal ganz genau zuhören, was wir immer alle sagen. Immer den Vegan Baked Cookie. Das ist nämlich der Shit. Dazu noch eine Banane. Immer von der Seite essen, ihr wisst. Ja, Bananen sind so lecker. Ja, und dann natürlich gibt es hier, Leute, The Pre-Workout mit Koffein. Ich habe gestern schon Booster mit Koffein genommen, aber irgendwie habe ich heute wieder Bock auf einen. Ich muss echt aufpassen, dass ich mich nicht daran gewöhne. Hier eine MyProtein-Shaker natürlich. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, Mann, das snack ich jetzt. Und Jaren geht's ins Rückentraining. Einfach dieser Moment, Leute, wenn ihr gefühlt 5 Kilometer von eurer Wohnung weggeparkt habt. Ich muss echt eine ganze Weile spazieren zum Auto, weil manchmal ist kein Platz frei, ne? Und dann hat man so ein 5 Meter langes Schiff, Alter, was man dann irgendwo in einem Parklücke manövrieren muss. Aber es meckert auf hohem Niveau, ich will da gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich heute den Booster auf jeden Fall brauche. Ich habe schon überlegt, irgendwie nachher noch einen Kaffee zu trinken. Weil ich habe gestern 200 Kilo Squats gemacht. Das ist mein neuer persönlicher Rekord. Noch ein Automann, das ist ja zum Kotzen hier. Ich habe gestern 200 Kilo gesquattet und, Alter, die stecken mir noch richtig in den Knochen. Mein ganzer Körper ist erschöpft. Deswegen lag ich auch heute so lange im Bett. Ich bin aufgestanden, kurz was gegessen, wieder zurück ins Bett. Deswegen heute Booster auf jeden Fall, muss auf jeden Fall knallen. Morgen vielleicht trainingsfrei, weiß es nicht. Aber ich bin in diesem Leg-Day-Game gar nicht so lange drin, weil ich hab das echt so richtig amateurhaft trainiert, weil ich nie Bock darauf hatte, aber ich habe mir gesagt, wenn ich besser werden will, dann muss das halt auch sein. Deswegen bin ich jetzt tot. Aber es war geil. Allgemein, Friends, kurze Update zur aktuellen Situation so. Hamburg hat ja noch alle Fitnessstudios geschlossen, deswegen fahre ich immer nach Lüneburg. Und das sind jetzt hin und zurück, also von Haustür zu Haustür ungefähr 100 Kilometer. Ja, das mache ich so ungefähr 5 Mal die Woche, das heißt so 500 Kilometer lege ich schon jede Woche nur fürs Gym Roundabout zurück. Aber ich sage euch eins, es lohnt sich und ich brauche das einfach. Weil wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit hätte, irgendwie in einem Gym zu trainieren, macht dieses Home-Gym und dieses Outdoor-Gym, das macht mir irgendwie keinen Spaß. Und auch wenn ich es trotzdem irgendwie machen würde, würde ich es halt nicht so durchziehen, so wie ich jetzt das Gym durchziehe. Und dann nehme ich das einfach in Kauf, 100 Kilometer quasi immer nach Lüneburg runter zu fetzen, nur um dann quasi in Ruhe eine Stunde oder anderthalb Stunden zu trainieren. Da bin ich auch dem Elbfitness mega dankbar, dass die mir da quasi die Möglichkeit geben, dass ich immer drehen und filmen kann und trainieren kann. Ohne würde ich auch durchdrehen, ohne Scheiß. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie es bei euch aktuell im jeweiligen Bundesland, woher ihr auch immer kommt, ist. Ob ihr da die Möglichkeit habt zu trainieren oder wie ihr euch fit haltet, weil, Alter, ohne Gym, ich wüsste, ich würde echt durchdrehen, ey, es ist Katastrophe. Aber ich freue mich jetzt, ich werde jetzt hier ein bisschen nebenbei meine Booster schwürfen, damit ich mal wieder ein bisschen zu Kräften komme. Ich glaube, heute muss ich einen kleinen Ticken mehr essen, um diese Erschöpfung rauszukriegen, weil, boah, ich fühle mich echt verprügelt. Aber das ist das geile Gefühl, das ist das, was wir brauchen, Alter. Ich halte jetzt mein Maul und wir sehen uns im Gym. So, Leute, und da sind wir. Booster ist schon drin. Ich bin auf jeden Fall wacher jetzt als vorhin. Das hört man wahrscheinlich auch schon so an meiner Stimme. Ich werde jetzt reingehen, schön Rücken trainieren. Und ich sage euch jetzt schon mal, es tut mir leid, falls nicht alles vom Training auf der Kamera ist, weil ich bin top vorbereitet als YouTuber. Ich habe einfach nur einen Akku mitgenommen, keinen Wechselakku am Start. Ich gehe jetzt rein, ich will jetzt nicht so viel Akku verschwenden, sondern möglichst viel vom Training aufnehmen. Peace.
So, meine Freunde, ich bin zurück vom Training, habe mich geduscht. Ihr seht hier, Gymshark Cheat Day T-Shirt ist an. Und, boah, ich gehe mal ein bisschen raus, ein bisschen laut hier. Und heute habe ich übertrieben Lust auf Döner gehabt. Ich dachte mir, Digga, ich hole mir jetzt einfach einen Döner-Teller und fetze ihn einfach. Aber ich habe mir gedacht, nein, das mache ich wieder Minus-Gains. Und ich habe Sonntag schon gecheatet. Sonntag habe ich mir nämlich eine Pizza gegönnt von Talento. Ich wollte nicht zu oft cheaten, deswegen dachte ich mir, ich mache den Döner selber. Ich zeige euch das, Leute, es wird richtig geil. Und ich sage euch im Schnelldurchlauf so, was ich so gemacht habe, damit ihr das zu Hause auch easy nachmachen könnt. Das hier sind Curly Fries, Digga, Backofen ist dreckig, weiß, macht kein Auge. Hier brät 400 Gramm Hähnchen an. Dann habe ich mir von Lidl hier so ein Fladenbrot geholt. Dann habe ich hier so Zwiebeln, Feta und Gurke und Tomate klein geschnitten. Hier ist eine Soße aus Avocado mit laktosenfreien Joghurt. Warum laktosefrei? Weil ich dezent laktoseintolerant bin. Und von manchen Sachen bekomme ich Bauchweh, von manchen nicht so doll. Schreibt mal in die Kommentare, wie es ist. Auf jeden Fall ist es bei mir bei Joghurt und Magerquark sehr, sehr schlimm. Bei Eis zum Beispiel weniger, keine Ahnung warum. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Krautsalat. Davon werde ich mir was in Döner machen. Und Leute, dadurch, dass ich das Fleisch selber brate und die Ingredients und die Soße zum Beispiel, die lasse ich weg. Es wird nur quasi Avocado mit Joghurt geben. Ich weiß ja viel genauer, wie viele Kalorien da drin sind. Und es ist halt wesentlich gesünder, als einen Döner zu kaufen und auch günstiger. Und Leute, da sind wir jetzt hier. Ich habe das Hähnchenfleisch klein geschnitten. Das ist so ein fettes Fladenbrot. Ich denke mal, das reicht, wenn ich eins esse. Hier ist noch ein bisschen Salat und die Avocado-Creme. Wie man mich kennt, habe ich auch auf gierig einfach drei Fladenbrote geholt. Ich werde den Döner jetzt belegen und dann werde ich den einfach gleich mal probieren. Ey, ich habe so heftig Bock auf den, ey. Ist, glaube ich, auch ein bisschen heiß, ne? Meine Freunde, an dieser Stelle kommt noch mal ein bisschen Werbung rein. Und zwar gibt es heute um 20 Uhr einen neuen Gymshark-Drop. Unter anderem dieser kranke Trainingsanzug, ohne Scheiß. Der eine oder andere hat das vielleicht schon im Post gesehen bei Instagram. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das genau jetzt tun. Macht auf Pause und folgt mir auch bei Instagram, damit ihr Daily-Content nicht verpasst. Dieser Anzug, ich glaube, der wird so schnell ausverkauft sein, weil der einfach so krass ist, der sieht so fresh aus, der kommt hier in so ein Grau. Dann gibt es noch in Schwarz, dann auch noch in so einem Grün-Schwarz, also ich kann die Farbe schwer beschreiben, sieht aber auch übertrieben fresh aus. Und in einem dunklen Grau, also übertrieben nice. Das ist einer der freshen Sachen, die gerade rauskommen. Und es kommen auch noch freshe Badehosen raus. Also dieser Drop von Gymshark, der wird so, so geil. Also checkt unbedingt den Link in der Videobeschreibung ab. Damit könnt ihr mich unterstützen. Ich zeige euch jetzt nochmal ein, zwei Sachen. Und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Dann, meine Freunde, kommt noch hier so ein richtig geiles Tanktop raus. Das ist richtig fresh ausgeschnitten. Ich zeige euch mal hinten. Hinten am Rücken ist auch noch so ein Gymshark-Schriftzug drauf. Sehr, sehr geil. Was ich übertrieben nice daran finde, ist halt, dass das so tief ausgeschnitten ist, hier schön am Latt, damit der Latt auch schön rausplatzen kann. Und es ist hinten nicht wie so ein Stringer geschnitten, weil mit der Zeit ist es bei mir persönlich so geworden, dass ich Stringer nicht mehr so krass gefeiert habe. Zum Beispiel bei Seitheben oder so ist mir das wichtig, dass man hier das seitliche Schulterprofil schön sehen kann oder beim Bizeps oder bei Trizeps. Deswegen finde ich das hier auch übertrieben nice. Diese Farbe ist auch ungefähr dieses grün-schwarz wie bei dem Trainingsanzug. Und kommen wir zur nächsten Sache. Nummer 3 ist eine chillige schwarze Jacke. Natürlich auch von Gymshark hier mit so einem durchgehenden weißen Streifen. Auch sehr, sehr nice. Hier an der Seite findet ihr noch dieses Gymshark-Logo, sehr dezent. Das heißt, das ist nicht so übertrieben drauf. Hinten ist nichts. Sehr stretchy. Finde ich zum Beispiel richtig geil fürs Gym. So für die kalten Tage oder halt auch so als Freizeit-Oberteil finde ich auch sehr, sehr geil. Aber ja, das ist so ein paar meiner Favorite-Teile, die morgen rauskommen. Also checkt unbedingt den Link in der Videobeschreibung. Damit würdet ihr mich mega unterstützen. Gymshark ist so ein krasser Partner. Ja, ein ganz, ganz kleiner Haul, falls ihr das auch feiert oder vielleicht auch mal bei Instagram sehen wollt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst es mich wissen und ja. Leute, wisst ihr, was das Geile an diesem Döner ist? Man kann so viel Soße nehmen, wie man will, weil die ist selbst gemacht und ich weiß ganz genau, was da drin ist. Ich weiß ganz genau, wie viele Kalorien die hat. Ich muss nicht mit Bauchschmerzen jetzt hier überlegen, scheiße, nehme ich einen Döner ohne Soße, weil wenn ich in der Diät bin, mache ich das ganz gerne, sodass ich einfach einen Döner ohne Soße hole. Einfach um dahingehend nochmal ein bisschen Kalorien zu sparen. Ich glaube, das sind auch schon bestimmt 150 Kalorien, die man so spart, weil Dönersoßen sind fettiger, als man glaubt. Da guckt ja keiner auf die Nährwerte und sagt, yo, wir nehmen jetzt leichten Joghurt oder wir nehmen irgendwie, was weiß ich, keine Mayo, sondern irgendwie, keine Ahnung, Creme Fraiche oder so. Da wird reingehauen, da sind Umdrehungen, da zählt ja nur der Geschmack. Und deswegen ist so eine Soße beim Döner auch echt mit relativ viel Kalorien verbunden. Also ich glaube, mit dem Brot ist das schon das meiste. Glaube ich. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber ich finde, so ein Döner, also so Dönersoße, auch das Fleisch, das darf man halt echt nicht unterschätzen, weil da sind schon viele geile Kalorien drin, obwohl das so als vermeintlich gesundes Fastfood gilt. Aber hier mein Döner, der sieht einfach nur mächtig aus, ey. Geil, ey. Schön voll machen, wie sich das gehört. Hier, Leute, guckt euch das an, ey, das sieht so geil aus. Oh mein Gott. So,
Da wollen wir auch gleich mal einen Geschmackstest machen, wie das ist. Das Brot habe ich so ein bisschen getoastet, ich habe so einen Kontaktgrill. Mal schauen. Boah. Halt die Maul, Digga. Mit dem Feta und dem Brot und so. Komplett anders als beim Döner, aber viel geiler, weil das weniger fettig ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das Fleisch besser ist als beim Döner, weil Dönerfleisch ist einfach heftig. Aber alles andere ist heftiger als beim Döner. Oh, mächtig, Alter. Ich blende euch die Kalorien hier unten ein. Wie viel das ungefähr sind, weiß ich gerade nicht auf dem Kopf. Aber das ist ein Bild. Ich werde das jetzt testen. Ich schaue nebenbei aktuell noch Suits. Geilste Serie EU West. Ich bin in der neuen Staffel. Schaut mal in die Kommentare. Dann sehen wir uns ja wieder. So, Leute, zum Tagesabschluss gibt es, wie soll es anders sein, Eis. Ausnahmsweise mal nicht von Ben & Jerry's, weil ich habe das von Lidl getestet und es schmeckt ziemlich nice. Und hier, wir hören hier schon, die Jungs sind hier gerade bei FaceTime am Start. Wir spielen ein bisschen Minecraft, das ist das geilste Spiel EU-West. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Minecraft auch so feiert. So lustig, Mann. Und ja, damit geht der Tag zu Ende. So, auf ganz entspannt, spielen noch ein bisschen. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns Sonntag mit einem richtig geilen Video wieder. Da freue ich mich richtig drauf, da bin ich hyped. Martin hat die Idee geboren, da gehen schon mal Credits raus. Und ja, Mann, haut rein. Ja, Bananen sind lecker.